Hallo liebe Gravity Mountainbike Magazine User. Ich habe für euch spannende Neuigkeiten, was das Gravity Magazin betrifft. Unsere Abonnenten haben von uns schon Post bekommen, inklusive Schreiben. Und jetzt möchte ich euch darüber aufklären, was bei uns für eine neue Ära beginnt mit dem Magazin. Wie die meisten von euch wissen, gibt es das Gravity Magazin seit dem Jahr 2010 und ist seitdem in den letzten Jahren alle zwei Monate am Kiosk erschienen, in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg, zusätzlich als digitale App. Und das wird sich nun ändern, denn ab 2018 werden wir Vollgas online gehen. Dafür haben wir in unserem neuen Office auch das Videostudio eingerichtet. Das ist jetzt fast komplett fertig. Und hier werden euch und an anderen Locations natürlich ebenfalls spannende Videoformate geboten. Das heißt, wir werden hier Fahrerinterviews machen, Diskussionsrunden, Produktvorstellungen und. Und das wird unser Hauptfokus sein. Und das bedeutet für das Printmagazin, dass ihr dieses nicht mehr am Kiosk finden werdet. Das haben wir eingestellt, auch wenn wir natürlich wissen, dass die Nachfrage nach dem Magazin nach wie vor sehr groß ist und wir sicherlich den ein oder anderen Leser sehr damit enttäuschen, dass das Magazin nicht mehr in gedruckter Form kommen wird. Warum wir uns dazu entschieden haben, möchte ich euch nun erklären. Wie einige von euch wissen, habe ich 2010 das Magazin, damals noch unter dem Namen 26 Gravity Mountainbike Magazine, gegründet, im Eigenverlag, seitdem publiziert. Das Ganze mit meiner Frau, der Liz, zusammen, die das Layout gestaltet. Und so haben wir in den letzten Jahren alle zwei Monate das Magazin auf den Markt gebracht. Für mich hat das natürlich bedeutet, dass ich da nicht mit Geld von Verlagen spiele, sondern dass 100% mein eigenes Geld ist, was ich erwirtschafte, was ich dort reinstecke. Mein ganzes Herzblut, beziehungsweise unser Herzblut, weil Liz hier genauso viele Nächte durchgemacht hat, um dieses Magazin zu produzieren wie ich. Und einige werden vielleicht meinen privaten YouTube-Kanal kennen, den ihr unter Fabio Schäfer findet. Und dort habe ich in den letzten Jahren sehr viel Videos hochgeladen. Die hatten nichts mit dem Magazin zu tun, sondern zeigen mich beim Biken. Dort nehme ich meine Zuschauer mit auf meine Abenteuer. Gibt es auch verschiedene Videoformate, aber in erster Linie Vlogs. Und ich hatte schon immer sehr viel Spaß an Videos. Und Videoproduktion, mir irgendwas zu überlegen, das Ganze nachher zu schneiden, auch wenn das jedes Mal natürlich ein Riesenaufwand ist. Aber ich hatte da immer Spaß dran. Und in den letzten Jahren hat es sich dann bei mir so entwickelt, dass immer öfters die Idee kam, warum machen wir nicht mehr Videos mit Gravity? Das haben wir auch in den letzten Jahren immer öfters gemacht. Wir haben zum Beispiel von der Eurobike berichtet. Wir haben Produkttests gemacht, sei es jetzt Bikes oder Protektoren. Und das wollen wir aber eben in Zukunft ausweiten. Und für mich persönlich ist es so, dass ich, obwohl ich in das Magazin, wie gesagt, mein ganzes Geld, mein Herzblut, Zeit, alles reingesteckt habe, in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr meine Interessen einfach verschoben. Das heißt, die Produktion, den Spaß, den ich vorher und Freude an Printproduktion hatte, ist immer mehr auf den Videobereich verlagert worden. Und da ich jemand bin, der zu 100% nur das macht, hinter dem er steht, an dem er Freude hat, weil er nun mal 24 Stunden nichts anderes macht, ist dann bei mir die Idee gereift, das Printmagazin einzustellen und dafür den Usern Videoformate zu bieten, Online-Content zu bieten. Und an diesem Punkt sind wir jetzt eben gekommen. Ich habe da im letzten halben Jahr eigentlich fast täglich drüber nachgedacht und im Januar ist dann die Entscheidung gefallen, das war's mit Print. Und ich freue mich darauf. Ich fühle mich ja befreit, auch wenn sich das natürlich merkwürdig anhört, weil das hier natürlich auch ein super cooles Produkt, Projekt, wie auch immer man es benennen mag, ist und war. Aber für mich ist die Zukunft, wie Leute
Content konsumieren, eben im Online-Bereich. Und das habe ich erst an mir erkannt. Und wie gesagt, da ich dahinter stehe, hinter dieser Produktion, möchte ich das auch in Zukunft nur noch machen. Und ich weiß, dass das viele Leute eben enttäuscht, aber ich freue mich darauf, euch coolen Content mit meinem Team zu produzieren in Zukunft. Deshalb schaut unbedingt auf unserer Website regelmäßig vorbei, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Abonniert unseren Newsletter, denn wir geben da für euch wirklich Gas. Und ihr werdet auch demnächst neue Gesichter bei uns im Team kennenlernen, die für euch das Ganze produzieren. Für euch der Vorteil, es ist jederzeit abrufbar, es ist kostenlos und ihr könnt euch bei den Videoformaten ganz entspannt beim Frühstück oder in der Mittagspause oder nach dem Bike mit euren Freunden hinsetzen, die Videos anschauen und das ist das, was mir an Online- bzw. Videoformaten extrem viel Spaß macht. Ein Printmagazin ist immer limitiert auf Seitenzahlen. Zum Beispiel 100 Seiten, die muss man füllen, da ist vorgeschrieben, das Interview hat so und so viele Seiten, der Test hat eine Doppelseite, da ist so und so viel Platz für Bilder, so und so viel Platz für Zeichen und das nimmt einem, zumindest geht es mir so, die kreative Freiheit, weil gerade im Videoformat, finde ich, hat man ganz andere Möglichkeiten, dem User Details vom Bike näher zu bringen oder Interviews zu führen. Und das ist einfach das Format, was mir enorm viel Spaß macht und ich genauso dahinter stehe, vom Herzblut her, von der Motivation her, wie bei diesem Magazin, was 2010 gegründet wurde und in den ersten Ausgaben sicherlich nicht einfach war, weil wir keinen Verlag hinter uns hatten. Aber es ist super bei euch angekommen und deshalb auch nochmal vielen, vielen Dank an alle treuen Leser, an unsere Abonnenten, dass sie uns in diesen letzten Jahren begleitet haben mit diesem Magazin, eure Mails, euer Feedback. Und ich freue mich einfach auf die neue Ära mit euch und bin davon überzeugt, dass ihr davon sehr profitieren werdet. Und für die Leute, die nach wie vor an Sprint am meisten Spaß haben, sind wir eine Kooperation mit dem Mountainbike Rider Magazine eingegangen. Der ein oder andere von euch wird das auch schon in den Händen gehalten haben und dort das Gravity Logo auf dem Cover gesehen haben. Und mein Editorial auf Seite 8 bis 9, da bin ich auch nochmal auf die Punkte eingegangen, warum ich mich von Brin trennen möchte. Und da könnt ihr es auch nochmal nachlesen. Das Coole ist, hier habt ihr monatlichen Magazin. Wir sind alle 2 Monate rausgekommen. Und hier das könnt ihr monatlich am Kiosk oder eben per Abo beziehen. Und da werden wir in Zukunft kooperieren. Das heißt, ihr werdet uns auf Events zusammen sehen und auch die ein oder andere Story in Kombination produzieren für euch. Das heißt, wir werden ein Videoformat zum Beispiel von irgendeiner Story haben. Parallel wird es dann in der Rider in Bild- und Textform sein. Und ich denke, das ist eine sehr coole Kooperation, auf die ich mich sehr freue. Da werdet ihr auch in Zukunft noch mal mehr erfahren. Und das hier ist aber jetzt erstmal so die Info, damit ihr mal wisst, warum ihr Gravity aktuell nicht am Kiosk findet. Und ihr könnt gerne euer Feedback dalassen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Aber wie gesagt, ich bin voll und ganz hinter dem neuen Weg von Gravity und freue mich darauf. Und vielen Dank nochmal an alle, die uns in den letzten Jahren im Printbereich begleitet haben. Möge die Schwerkraft mit euch sein. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.